Hallo ihr Lieben, heute mit einem Quick-Tipp von mir, weil ihr mich gefragt hattet, was ich mache, wenn mein Nagellack zu dick geworden ist. Ob ich dann Nagellackentferner reingebe oder Wasser oder ob ich ihn wegschmeiße oder was ich damit mache. Und zwar ist mein Quick-Tipp der P2 Nail Polish Thinner. Der verdünnt eingedickten Nagellack. Steht drauf und ist wirklich so. Zeigt euch die. Könnt ihr es sehen? Der kostet wie immer unter 2 Euro. Ich weiß nicht, warum ich euch andauernd irgendwelche Sachen zeige, die unter 2 Euro kosten. Aber der kostet auch wieder mal unter 2 Euro. Ich meine 1,95 Euro. Oder 1,59 Euro. Ich weiß es nicht so genau. Aber auf jeden Fall unter 2 Euro. Und den habe ich jetzt schon ein paar Monate und es ist immer noch relativ viel drin, weil ihr braucht wirklich nur ein paar Tröpfchen in euren Nagellack zu geben, verschließen und schütteln und der wird dann wieder flüssig. Und das finde ich richtig super, weil ich habe einige Nagellacke, die älter sind und die ich aber total gerne mag, die ich mir aus Kanada mitgebracht habe oder aus den USA oder aus keine Ahnung woher, die schon ganz alt sind und ja, hätte ich fast in Müll geschmissen, aber ich habe zum Glück diesen P2 Nail Polish Thinner gefunden, beziehungsweise ich hatte irgendwie gegoogelt und habe das an einem Forum gelesen, habe mir den gekauft, ausprobiert und perfekt. Und deswegen mein Quick-Tipp für euch. Ja, ich hoffe, er wird euch auch gute Dienste leisten und ihr braucht dann auch nicht euren Lieblingsnagellack direkt in die Tonne zu kloppen. Das war's.